Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. Oliver Schirmer hier. Schön, dass du ja dir dieses Video gerade anschaust. In diesem Video geht es darum, wie gewinnst du neue Kontakte für dein MLM-Geschäft. Ja, immer wieder kommen die Leute auf mich zu und fragen, wie fange ich jetzt am besten an? Wie gewinne ich neue Kontakte für mein Business? Und da gibt es im Prinzip zwei Kernaussagen bzw. zwei Möglichkeiten, die du aus meiner Sicht gehen kannst. Erste Möglichkeit ist, du schaffst es durch Marketing, jetzt sei mal dahingestellt, welche Form des Marketings, dass Menschen von sich aus auf dich zukommen, um mit dir zu arbeiten oder deine Produkte und Dienstleistungen zu konsumieren. Der zweite Weg ist, dass du aktiv auf die Menschen zugehst, ja, um sie von deinen Produkten oder von der Zusammenarbeit mit dir zu überzeugen. Das sind so die zwei Oberthemen, die es da gibt. Und lass uns mal kurz die zwei durchgehen. Was ist notwendig? Die erste Möglichkeit ist meine liebste Möglichkeit. Menschen kommen auf dich zu und wollen bei dir loslegen. Ja? Ist aus meiner Sicht deswegen so sinnvoll, weil es einfach die ja, effektivste, effizienteste Art und Weise ist, ja, zu arbeiten. Ja? Weil du verlierst wenig Zeit, weil die Menschen schon vorinformiert sind oder wie auch immer und eigentlich schon starten wollen. Das heißt, du musst nicht erst noch große Überzeugungsarbeit leisten. Während du bei der zweiten Möglichkeit, also wenn du aktiv auf jemanden zugehst, erstmal diesen Bedarf ein Stück weit wecken musst und herausfinden musst, ob die Person überhaupt ja, potenzieller ja, Interessent eben für dich und dein Unternehmen dann halt ist. Aber zurück zur ersten Möglichkeit. Wie macht man das? Das kannst du auf vielen Wegen machen. Du kannst bezahlte Werbung schalten. Also, ich muss ein Stück weit vorne anfangen. Wenn du jetzt einfach nur eine Website erstellst, die ins Netz haust, dann kennt dich noch kein Mensch. Das heißt, du musst es ja irgendwie schaffen, dass die Menschen von dir erfahren. Ja, und dazu musst du ein Stück weit ja, öffentlich werden. Das heißt nicht, dass du ja über dein Privatleben was erzählen musst oder sonst irgendwas, sondern du musst irgendwie schauen, dass Menschen überhaupt von deinem Angebot was mitbekommen. Ja, das ist so mal der erste Step. Und das kann natürlich durch bezahlte Werbung sein. Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel ja einen eigenen YouTube-Kanal startest oder dass du einen eigenen Podcast startest oder dass du in Social Media ja richtig gute Beiträge schreibst, die die Menschen halt gerne lesen, dass du deinen eigenen Blog startest. Also Möglichkeiten gibt es wirklich viele, Marketing zu machen. Oft kommt aber dann das Aber, ja, weil es gibt halt auch Menschen, die sagen dann, ja, aber so vor die Kamera gehen, das ist nicht so meins. Ja, dann muss man es lernen. Ja. Die sagen, naja, so Podcast machen ist auch nicht so meins. Dann sage ich, muss man es lernen. Ja. Wenn diese Sachen nicht da sind, ja, dann ist die Alternative bezahlte Werbung. Würde ich sowieso empfehlen, das zu machen. Ja, direkte Trafficströme auf dein Angebot leiten, ja, beziehungsweise auf deine Webseite leiten, Leads generieren, die Leute mit E-Mail-Marketing nachqualifizieren. Ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr ja, ist aus meiner Sicht der effektivste und beste Weg. Aber wenn die Leute dann sagen, ich habe kein Geld, dann sage ich, okay, musst du irgendwie Reichweite kriegen. Ja? Musst du irgendwie es hinkriegen, dass Menschen von deinem Angebot erfahren oder du musst halt in der Lage sein, ja, dir Geld zu besorgen. Ja? Und genau, und das ist eben so der erste Weg. Wie macht man das dann? Du gehst im Prinzip in soziale Netzwerke, kannst zum Beispiel Facebook Live-Videos machen, dann dort auf dein Angebot später hinweisen. Also wie gesagt, wie man das im Detail macht, da findest du auf meinem Kanal hier noch weitere Videos dazu. Du kannst aber auch das im Gespräch machen, indem du einfach die richtigen Fragen stellst. Ja, wenn du mit jemandem ins Gespräch kommst, dann einfach interessante Fragen stellen, ja, dass die Person überhaupt Neugierde entwickeln kann. Lange Rede, kurzer Sinn, du musst es schaffen, dass die Inhalte, die du nach außen gibst, dass die für deine Zielgruppe relevant sind. Dazu musst du halt mal wissen, wer ist deine Zielgruppe etc., was bewegt die Menschen da, welche Probleme kannst du lösen und so weiter und so fort. Ja, und wenn du das hast, dann kannst du im Prinzip ja, Tipps, Content für diese Menschen erstellen und kannst so Reichweite generieren. Ja, kannst dir sozusagen, wie heißt es immer so schön, dir deine eigene Community aufbauen. Ja, und da beginnt alles, indem dass du halt mal den ersten Schritt machst. So, genau.
Überleg dir dann im nächsten Schritt, wo sind die Menschen, also wo ist deine Zielgruppe, und versuch dort präsent zu sein. Ja, entweder indem du halt Werbung in diesen Bereichen schaltest oder dass du deine Inhalte dort veröffentlichst, oder wenn du zum Beispiel in einem Forum, wo deine Zielgruppe aktiv ist, gute Tipps gibst, dann wirst du auch auf dich aufmerksam machen. Ja, das sind also, da gibt es super viele Möglichkeiten. Nur du musst halt vom Grundsatz her für dich mal die Entscheidung treffen, habe ich das Budget, dann kannst du in bezahlte Werbung investieren, oder hast du halt dann eher Zeit und bist halt dann dabei, mit dir, ich sag mal, was aufzubauen, was dir halt ja, organische Reichweite dann dementsprechend generiert. So, wichtig ist, dass bei den Dingen, die du ins Netz stellst, weil das sehe ich auch immer wieder, dass manchmal einfach Sachen gepostet werden, wo jetzt nicht dafür geeignet sind, dass die, ja, oder ich sag's mal so, die sind eher kontraproduktiv, ja, so ist vielleicht der bessere Ausdruck. Wenn du etwas veröffentlichst, wenn du etwas postest, dann stell dir einfach mal die Frage, wenn du jetzt auf der Suche nach einer beruflichen Chance wärst, ja, und du würdest jetzt deine Timeline durchgehen und würdest auf diese Timeline draufkommen, würdest du bei dieser Person, würde die dich mehr interessieren? Also würdest du da gern mehr erfahren wollen? Ist da irgendwas, was dich so ein bisschen anteasert, wo du sagst, okay, würde ich gern mehr Infos haben? Oder vielleicht sogar, hey, so genial, da will ich sofort anfangen. Ja? Wenn das nicht der Fall ist, dann überdenk da einfach mal die Art der Posts, die Art des Contents, was du da raushaust. Ja? So, und die zweite Möglichkeit ist dann einfach, dass du im Prinzip auf die Menschen aktiv eben halt zugehst und ja, und dann eben im persönlichen Gespräch deine oder die Menschen für dein Geschäft interessierst. Ja? Das kann zum Beispiel sein Telefonakquise, das kann Direktkontakt sein, indem du ja auf fremde Menschen zugehst, mit denen eine Beziehung aufbaust und dann quasi, dass sich da ein Geschäftskontakt dann draus entwickelt. Ja? Das kann aber auch soziale Netzwerke sein, dass du über soziale Netzwerke Menschen kennenlernst, die du bisher noch nicht kanntest, dort dann die Beziehung aufbaust, dass später daraus eine Geschäftsbeziehung entstehen kann. Ja, also was für dich da der richtige Weg ist, kannst letzten Endes dann nur du entscheiden. Ja, und dann solltest du dir, das ist so noch so ein Tipp von meiner Seite, so drei, vier Marketingstrategien raussuchen, ja, in denen du gut werden willst. Und auf diese fokussierst du dich dann. Umso mehr du machst, du kannst ja super viel machen, aber umso mehr du machst, umso mehr wirst du dich verzetteln. Und deswegen fang an mit einer Hauptausrichtung und vielleicht noch dann zwei, drei andere Marketingwege dazu. Und dann kannst du, wenn du die beherrschst, das Ganze dann dementsprechend ausbauen, sodass du dann irgendwann einen schönen Marketing-Mix hast, sodass du Traffic-Ströme kriegst, die aus deinem organischen Wachstum entstanden sind, aber auch aus bezahltem Traffic, und dass du auch tagtäglich aktiv etwas tust, um dein Geschäft dann nach vorne zu bringen. Okay, wenn das Ganze jetzt für dich hilfreich war, würde mich freuen, wenn du mir deine Meinung zu dem Thema mitteilst. Findest du unterhalb des Videos die Kommentarfunktion. Bin da ganz gespannt, was da deine Meinungen zum Thema sind. Und ja, solltest du Interesse daran haben, ein langfristiges, lukratives Geschäft aufzubauen, findest du ebenfalls unterhalb des Videos weitere Informationen. In diesem Sinne, maximalen Erfolg, alles, alles Gute. Wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.